So, und jetzt würde ich gerne Folgendes machen. Wir haben gespeichert. Ich werde den direkten Weg zu diesem schnaubenden Tier nehmen. Vorher werde ich aber nochmal zur Innos-Statue beten. Vielleicht gibt er uns irgendwas. Wir haben 20 Lernpunkte. Die könnten wir in Stärke investieren. Beten und 100 Goldstücke spenden. Ja, Stärke plus 1. Geil. Ja, das speichere ich natürlich direkt ab. Geht nur einmal am Tag. Also, wir müssen dann wieder pennen gehen, bevor wir hier irgendwie weitermachen. Da ist das Tier. Was habe ich denn hier? Eisblock. Untote vernichten. Blitzschlag macht 150 Magieschaden. Der macht 30. Ich will es einfach mal probieren. Ja, hat geklappt. Super. Ich hätte gedacht, dass der Eisblock nicht so lange hält. Aber das Tier ist tot. Super. Ich hätte gedacht, das wäre schwieriger, weil ich bin mir nie so sicher, wie lange der Eisblock eigentlich hält. Aber gut. Super. Genial. Da war ich ganz froh, dass ich hier Eisblock und den Blitz hatte. Ist natürlich hart. Weil den haben wir nicht immer. Also der Blitzschlag, ne? Der Blitzschlag, der ist ja... Der war hier super. Hat natürlich so von Kohlemäßig ja das viel gekostet. Aber es waren gute XP. Ja, am Anfang sollte man von den Schriftrollen echt Gebrauch machen. Dieses furchtbare Tier ist tot, nehme ich an. Dann kann ich mich bei der Jagd endlich wieder frei bewegen. Hier hast du das versprochene Geld. Danke. Ich laufe hier gerne immer im Wald mit dem Bogen rum, dass ich nämlich auch sehe, ob hier alles... Aber ich glaube, der schnaubende Drachensnapper hat alles platt gemacht. So, wunderschön, wunderschön. Das freut mich, dass das so super geklappt hat. Gothic 2 werde ich übrigens nicht mehr im Stream streamen. Wir haben hier alles erledigt und das innerhalb von 3 Minuten. Ich hätte gedacht, dass ich das mehrmals probiere. Wir müssen hier runter. Ist die Frage, möchte ich hier speichern? Ja, weil ich weiß, was mich unten erwartet. Zu Greg müssen wir erst, wenn wir alles haben. Hier unten ist noch eins, soweit ich mich erinnere. Hier sind aber auch Banditen. Ich hoffe, dass ich es schaffe, den irgendwie aus dem Weg zu gehen. Oh, hier sind noch Scavenger. Ja komm, wir haben den staubenden Drachensnapper besiegt. Also da ist so ein Vieh kein Problem für uns. No, doch, doch, doch. Gefühlt war das ein bisschen extremer. Aber der schnaubende Drachensnapper ist halt auch vom Damage her so stark, wenn der uns getroffen hätte. Wer ist das gewesen? Ich bin mir immer noch nicht sicher, was für welche... Den möchte ich noch nicht zu nahe kommen. Wir könnten eigentlich versuchen, die so ein bisschen dahin zu locken. Aber komm, ist egal. Wenn die einen Snapper klatschen, dann...
Wenn die nämlich so einen Snapper klatschen, dann haben wir nämlich großes Problem. Also so ein Scavenger. Weil was, wie gesagt, was tot ist, ist tot. Ist zwar ganz nett, weil man sich da ein bisschen frei bewegen und erkunden kann. Aber es bedeutet auch, wenn die NPCs jemanden killen und somit die XP von den Viechern klatschen, dann fehlt die uns natürlich. Und das möchte ich hier vermeiden, weil wir brauchen hier jedes Level, was wir kriegen. Amulett. Wir müssen die sowieso klatschen. Das bedeutet no risk, no fun, würde ich sagen. Wir speichern mal. Wie viel hält der denn? 200. Haben wir überhaupt schon so viel Lebensenergie? Schutz vor Pfeilen. Warum nicht? Warum tragen wir das eigentlich nicht? So, Feuerpfeil 25, Eispfeil 50, Blitz 30. Ich probiere es mal mit dem Eispfeil. Ich versuche jetzt ein bisschen zu gehen, so dass ich den einen oder anderen... Naja, das wird nix. Bleib stehen, du Lump! Nein, ich bleib nicht stehen! Ihr wollt mir ans Leder! Super. Sind's nur noch zwei. Ich habe zwar einen Pfeil gefressen, aber damit kommt man klar. Ja, hier muss man ein bisschen tricksen. Aber das mache ich ja eigentlich ganz gerne. Wacholder. Dass der Typ nicht besoffen wird. Noch mal eine Milch hinterher und noch ein Wein. Boah, der Typ, der müsste eigentlich so kotzen. Die Untoten vernichten die Sprichrolle. Die Spruchrolle hebe ich mir auf. Weil, wenn wir nämlich Untoten begegnen, und zwar richtig starken, machen die nämlich massiv Schaden. Das bedeutet, die können, ich glaube, jeden Untoten, bis auf Bosse, wenn es Bosse gibt, weiß ich jetzt gerade gar nicht, können auf einmal besiegen, sind schweineteuer, aber dafür übel. Deswegen hier 25 Punkte zu wenig. Eispfeil. Der hat sich wieder geheilt, der Drecksack. Nee, das ist mir zu blöd. Ich habe viel zu viele Sachen an denen verschwendet. Schade. Lass mich mal kurz überlegen, wie man das machen kann. Ich glaube, ich habe eine Idee. Dazu muss ich aber mal den Marvin-Mode anschalten.
B, Marvin B. Jetzt sind wir hier im Cheat-Modus. Jetzt können wir uns hier Sachen ercheaten und so ein Kram. Ich habe ja gesagt, das einzige... Nee, warte mal, den muss ich gar nicht machen. B42Esk, what was the question? Was war die Frage? Auf den Sinn des Lebens 42. Jetzt können wir das nicht mehr machen. B. Thaos Park B. So, und jetzt haben wir hier so einen kleinen Zeitraffer. Das mache ich immer ganz gerne, wenn ich irgendwie große Sachen fresse. Hier zum Beispiel 50 von denen. Werdet ihr auch gleich sehen. Mana plus 5. Oh. B42. Jetzt sind wir wieder im Normalbereich. Das ist gut. Mist. Wollte ich eigentlich nicht. Entschuldigung. Das war Mist. Eine Feuerwurzel ist relativ selten. Ja, komm, ist egal. Eispfeile müssen wir einige abballern. So, Mana plus 5. Wir haben jetzt 17 Mana. Jetzt kann ich 3 Eispfeile hinschießen. Ich versuche, einen von den normalen Banditen zu kriegen. So, jetzt laufe ich eine Weile weg. Dass die sich wieder resetten. Lass mich in Ruhe. Super. So, jetzt kann ich... Ich habe immer noch genug. Mhm. So mache ich das. Jetzt muss ich nur warten, bis sie wieder da hinten sind. Den würde ich gerne dreimal angreifen. Och nö. Hab ich? Ja, ich habe gespeichert, okay. Aber bei solchen Aktionen muss ich immer vorher speichern. Entschuldigung. So, machen wir das mal weiter. Was ich jetzt einfach so viele wie ich kann. So, dann speichere ich mal, dass wir diesen Fressanfall sozusagen nicht nochmal machen müssen. Und ich werde jetzt bei jedem Banditen speichern, den ich geklatscht habe. Ach Mist. Das war der Falsche. So, jetzt weg hier. Oh, das wird übel. Wir sind ein bisschen schneller als die. Ich will sonst kein Monster hier aggro ziehen. Das müssen wir noch aufräumen später.
So, ich mache das einfach aus Zeitgründen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, das ist das, was ich ganz gerne benutze. Klar, es ist ein Hack, es ist ein Cheat, ja. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, ich glaube jetzt nicht, dass ihr großartig Lust habt, mir zuzusehen, wie ich hier eine halbe Stunde lang nichts weiter tue, außer irgendwelche Nahrung zu mir zu nehmen. Nur damit ich voll bin. Von daher möge es mir verziehen sein. So, die müssten eigentlich schon längst wieder weg sein, weil es sind nämlich ordentlich Ingame-Stunden vergangen. So, ich weiß nicht, ob ich gespeichert habe. Ich mach's trotzdem nochmal. Sicher ist sicher. Wo ist denn der andere Bandit hin? Das ist blöd, wenn die jetzt despawnen. Ich will das Loot, ich will den Loot haben. So, du kommst mit, der andere nicht. Jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Jo, das hat geklappt. Super. Was sie alle mit ihrem Sumpfkraut haben. Können ja mal so einen Stängel rauchen später. Ah, ich sollte diese Heiloption wirklich öfters benutzen. Wir haben jetzt zwei Banditen erledigt, deswegen speichere ich lieber mal. Aber so im Nahkampf sind die gar nicht so schlecht. Gar nicht so übel, finde ich. So schwierig, wenn man den Dreh ein bisschen raus hat. Na komm her. So, das war der letzte. Na, der hat auch eine etwas dickere Rüstung an. Das war doch schon mal, da sitzt jemand. Wer ist das wohl? Oh je. Oh je, Mini. Das sind aber nicht die Banditen, die wir suchen. Also die gehören zu der gleichen Gruppierung, aber sind nicht die... Wie viel Dietricher habe ich eigentlich? 30, das geht noch klar. Links, rechts, links, rechts, rechts, links. Super. Ein Gehstock. Yay. Links, 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 rechts, rechts. Links, links, rechts, 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 links. Super. Gut. Mhm. Hey, da ist ein Bett. Cool. Wangfell, Wolfsfell, hast du nichts dagegen, oder? Super. Dem Himmel sei Dank. Die Banditen sind erledigt. Du hast mein Leben gerettet. Wer bist du? Mein Name ist Elvrich. Ich komme aus der Stadt. Meister Elvrich. Thornton hat mir erzählt, dass du verschwunden bist. Die
Diese miesen Kerle haben mich hierher verschleppt und mich hier gefangen gehalten. In der Stadt werden eine Menge Leute vermisst. Von Vermissten weiß ich nichts. Ich kann dir nur das sagen, was mir widerfahren ist. Was genau ist dir passiert? Ich war auf dem Weg zu dem Treffpunkt, den ich mit meinem Mädchen ausgemacht hatte. Ihr Name ist Lucia. Wir hatten den Plan, in die Berge zu verschwinden. Weg von der Stadt und allen, die dort leben. Ich war gerade am Treffpunkt angekommen, als plötzlich einige dieser Banditen aus dem Dickicht kamen und uns beide gefangen nahmen. Ich habe mich natürlich gewehrt, aber es half nichts. Es waren einfach zu viele. Du hast sie nicht zufälligerweise gesehen? Was wollten die Banditen von euch? Manchmal konnte ich sie nachts belauschen. Ich habe nicht alles verstanden, aber ich glaube, sie wollten uns versklaven. Wohin wollten sie euch bringen? An einen Ort hier irgendwo auf der Insel Korinnes. Aber ich denke, man kommt nicht ohne Schiff dorthin. Sie haben mich zu einer Anlegestelle an die Küste gebracht. Dort lagerten einige Piraten. Einer der Banditen ging voraus, um mit den Piraten zu verhandeln. Es gab ein heftiges Streitgespräch zwischen ihnen. Ich glaube, dass der Bandit mit mir zusammen von den Piraten übergesetzt werden wollte. Die Piraten sind aber nicht darauf eingegangen. Kurzerhand haben sich die Banditen hierher zurückgezogen und seitdem saßen wir hier herum. Sie schienen ziemlich ratlos zu sein. Und dann bist du gekommen. Wo ist diese Anlegestelle der Piraten? Sie ist nicht weit vom Hafen von Korinnes entfernt. Wenn du auf der Kaimauer stehst und aufs Meer hinausschaust, musst du nur in ein Boot steigen und rechts die Küste entlang fahren. Die erste kleine Bucht, die du dort findest, das ist die Anlegestelle, die ich meine. Ich glaube, mit dem haben wir schon mal gesprochen. Piraten in Korinnes? Ich weiß nicht sehr viel über sie. Bei der Anlegestelle habe ich das erste Mal überhaupt einen von ihnen gesehen. Sie halten sich immer im Hintergrund. Jeder von ihnen ist ein gesuchter Verbrecher in Korinnes. Wen wundert's? Sie haben Angst vor dem Galgen. Deswegen wirst du niemals einen von ihnen in der Stadt antreffen. Erzähl mir von Lucia. Ein Mädchen aus dem Hafenviertel. Sie hat für diesen Fiesling Bromor gearbeitet. Sie ist sehr hübsch. Also eine Prostituierte. Wurden den Banditen, die dich gefangen hielten, Waffen geliefert? Oh ja, so einen Haufen, dass sie sie fast gar nicht schleppen konnten. Sie sind mit dem ganzen Kram in Richtung Seekopshof verschwunden. Bromor sagte, Lucia hätte eine goldene Schale mitgehen lassen. Tja, wenn Lucia wirklich Bromor bestohlen hat, dann werden die Banditen ihr das Ding abgenommen haben. Wo ist Lucia jetzt? Auf der großen Feldkreuzung vor Onas Hof haben sich unsere Wege getrennt. Die Banditen haben Lucia in den Wald hinter Seekops Hof verschleppt. Innos möge sie beschützen. Du solltest machen, dass du wieder in die Stadt kommst. Was denkst du, was ich mache? Ich gehe direkt zurück zu meinem Meister Torben. Wirst du nach den Banditen suchen? Tja, ich denke schon. Wenn du Lucia finden solltest, bring sie sicher in die Stadt, ja? Ich werde sehen, was ich tun kann. Gut, ja, das war die Geschichte von Eldridge. Keine Angst, er ist immer hier Buggy. Aber er kommt raus. Gut, super. Hat sich gelohnt, auch wenn ich relativ viel vergeudet habe. Jo, 3000 ungefähr. Noch bis zur nächsten Stufe. Ich gehe pennen. Dann habe ich wenigstens einen Teil meiner HP wieder. Und beende dann, sag dann bis zum nächsten Mal. Und dann gehen wir mal zurück. Ich will mit dem Seekop nochmal schwätzen. Und dann, ich muss mir nochmal überlegen, wo die anderen Sachen waren. Bis gleich. Oder bis zum nächsten Mal.